An diesem Berg will jeder der Erste sein, weil es auch am sichersten ist, vom Steinschlag her und allem. Und das gibt halt dann eine Art wie ein Wettrennen. Und um das ein bisschen einzudämmen und den Leuten ein bisschen mehr Zeit zu geben, wurde dann das so geregelt, dass man eben 20 Minuten wartet, bevor dass man losgeht. Über 100 Bergsteiger drängen im Sommer jeden Tag auf den Gipfel des Matterhorns. Ausgangspunkt für den vierstündigen Aufstieg ist die Hörnli-Hütte. Das Basislager des Matterhorns liegt auf 3260 Metern. Für die Bezwinger des markanten Gipfels beginnt der Tag um 3.30 Uhr. Hüttenwirt Kurt Lauber ist für den Wegdienst verantwortlich. Eine leichte Aufgabe, denn die meisten Kletterer sind längst wach und können den Aufstieg kaum abwarten. Sie müssen es aber, denn die eiserne Regel auf der Hörnli-Hütte lautet, erst exakt um 3.50 Uhr darf das Basislager verlassen werden. Die Gipfelstürmer halten sich an die Regel, auch wenn die Tür entgegen aller Gerüchte nachts nicht verschlossen wird. 20 Minuten bleiben für Toilette und Frühstück, dann öffnet sich das Tor zum Gipfelsturm. Und Hüttenwirt Kurt Lauber hat endlich eine sturmfreie Bude. Für mich ist die schönste Zeit und die ruhigste Zeit ist eigentlich morgens, nachdem die Bergsteiger alle die Hütte verlassen haben, gibt es die Zeit jetzt so um 17:45, als wenn die Sonne aufgeht. Schon von der Bergstation Schwarzsee aus lässt sich die Hörnli-Hütte auf dem Hörnligrat ausmachen. Bereits 1880 konnten oben auf dem Fuße des Matterhorns Bergsteiger Unterschlupf finden. 17 Schlafplätze waren es damals. 1911 kam das Hotel Belvedere dazu. Zuletzt fanden in den beiden Bauten 170 Bergfreunde ein Nachtlager. Das 150-jährige Jubiläum der Erstbesteigung des Matterhorns bot nun die Gelegenheit, das Konzept des Basislagers zu überdenken. Schon seit 10, 15 Jahren war es immer die Idee und mein Wunsch, da muss etwas Neues entstehen. Weil es war inzwischen eine über 100 Jahre alte Hütte, die lange nicht mehr den Bedürfnissen entsprach. Eine Sache ist, irgendwie zu versuchen, den Berg ein bisschen zu entschleunigen, dass einfach weniger Leute am Berg sind, weil das war immer ein bisschen das Problem. Es ist eine kurze Saison, viele Bergsteiger, eine heikle Route. Und das hat auch oft zu Unstimmigkeiten, zu Unfällen geführt. Deshalb bietet die neue Hörnli-Hütte nun mehr als 130 Schlafplätze. Allerdings dürfen die Übernachtungsgäste jetzt mehr Luxus genießen. Dank einer neuen Zuleitung und eines riesigen Wassertanks gibt es nun genug Frischwasser. Sogar Duschen ist möglich. Vorher mussten wir unglaublich Wasser sparen. Also lebt man fast wie ein Tuareg hier oben. Und auf der anderen Seite ist man wie auf einer Insel, ist natürlich abgeschnitten vom Rest von der Schweiz. Alles, was wir hier oben brauchen, muss mit dem Hubschrauber angeflogen oder hochgeflogen werden. Und für alles ist der Hüttenwart verantwortlich. Kurt Lauber ist Gastgeber, Hoteldirektor, Hauswart und Helilotse in Personalunion. Alle zwei Tage liefert er Zermatt 650 Kilo Proviant auf die Hörnli-Hütte. Zumindest, wenn das Wetter stimmt. Die Natur gibt den Takt an. So gesehen müssen wir unsere Natur anpassen. Teamwork beim Verräumen der Vorräte. Alle 10 Mitarbeiter müssen jetzt mit anpacken. Ob Wasser, Bier oder Chips. Der aufwendige Transport der Lebensmittel macht die Gastronomie in luftiger Höhe zu einem teuren Vergnügen. Doch das Erlebnis Matterhorn wiegt die hohen Preise scheinbar locker auf. Ob aus den USA oder dem Wallis,
Bei schönem Wetter erklimmen bis zu 300 Tagesausflügler den Hörnligrat. Am späten Vormittag kehren die Gipfelstürmer zurück ins Basiscamp. Rund 8 Stunden dauert die nicht ungefährliche Kletterpartie aufs Matterhorn und zurück. Den Aufstieg schaffen gut 90%. Zumindest dann, wenn sie sich einem erfahrenen Bergführer anvertrauen. Die ohne ist das, schaffen das manchmal am selben Tag, manchmal erst am zweiten Tag. Da weiß man nie so richtig, wann die zurückkommen. Nur ein schmaler Grat trennt Triumph und Tragödie am Horu, wie der Berg von den Einheimischen genannt wird. Über 500 Alpinisten ließen an seinen Flanken bereits ihr Leben. Jedes Jahr kommen bis zu 10 Todesfälle dazu. Seit Jahrzehnten Tradition, der Bergführer-Apero um 6:30. Hier sind die Profis unter sich. Im ersten Sinne ist das eigentlich da, dass man wieder ein paar Kollegen trifft, weil wenn das Apero nicht ist, dann sitzt einer hier, einer da am Tisch. Und so sieht man wieder Kollegen, man kann ein bisschen über die Verhältnisse diskutieren am Berg oder wo sie irgendwo waren, was für Touren das sie gemacht haben. So ein bisschen ein Get-Together. Bei dem man die eine oder andere Insider-Info aufschnappen kann. Mich speziell fragen viele Leute, ob sich der Berg bewegt, weil wir heute am Berg gearbeitet haben für die Forschung an der ETH und wir untersuchen dort eben die Felsbewegungen am Matterhorn und Permafrost und wie sich das verändert, auch speziell wie sich dieser Sommer darauf auswirkt. Und das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass der Berg sich immer bewegt und schon immer verändert hat, wie sich alles verändert hat. Und wie es auch die Hörnli-Hütte seit ihrer Neueröffnung getan hat. Statt Hüttenatmosphäre erwartet den Gast seit Juli 2015 ein alpines Wohlfühlhotel. Was allerdings nichts daran ändert, dass früh ins Bett geht, wer am nächsten Morgen das Matterhorn bezwingen will.